Jojo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Let's Play von OMSI 2, den Omnibus Starter. Heute sind wir unterwegs mit dem Mercedes C2 Viertürer Euro 6. Ich habe gedacht, wir machen einfach mal heute mal ein Let's Play seit lang. Schauen uns einfach mal das Fahrzeug an, weil dazu habe ich ja noch kein wirkliches Video gemacht. Das kam ja zu Weihnachten raus, am 24.12.2022. Würde ich sagen, schauen wir uns doch einfach mal an, was man bei dem Fahrzeug so alles machen können. Und ja, genau, würde ich sagen, schwingen wir uns mal rein hier, machen schon mal Zündung an und Motor an, dass da schon mal ein bisschen Luft aufbaut. Wie wir sehen, das ist eigentlich alles neu modelliert, alles neu gebaut, einmal komplett. Das Ganze haben wir auch als Solo-Version, als Euro 5, da gibt es halt ganz viele Versionen. Können auch hier den Drucker gleich mal ändern. So, 4x9. Haben wir hier einmal das Modding-Menü. Können wir auch hier, jetzt haben wir zum Beispiel die alte Decke drin, können wir auch die neue reinmachen, die auch echt cool aussieht. So sieht das Ganze aus. Wir haben jetzt das Wiener Dienen Repaint drauf. Sieht auch sehr cool aus, wird da mitgeliefert. Oder es gab das Gas beim Repaint Pack irgendwie. Haben wir auch hier große Klima, Hybrid-Schriftzug, kurze Hörner. Hörner werden im Prinzip das hier oben. Das sind jetzt die langen. Machen wir mal die kurzen. Das geht gar nicht, alles klar. Da haben wir hier den Artron AFR4. Das wäre jetzt hier der alte im Prinzip, den ich eigentlich ganz cool finde so. Abbiegerassistent ist auch am Start. Hier als kleine Lampe. Da haben wir auch hier, haben wir den noch als Berliner Version, den Bus gibt es auch noch. Der hat dann hier den als Bildschirm. Und da ist auch halt alles so, wie es in Berlin ist. Auch sehr cool gemacht. Und ja, würde ich sagen, haben wir es mit dieser Lüftung hier aus. Die ist ja echt grausam. würde ich sagen, suchen wir uns mal schnell Fahrbahn raus, wir fahren mal ein kleines Stückchen. Haben wir die 31. Oh, 2. Ah, eigentlich wollte man das nicht. Müssen wir 1. Gellenberg. Um 16.32 Uhr. Karte können wir runternehmen wieder. Fahren wir ein Stückchen vor. Ja, Lenkrad oder Cockpit-Vorstellung haben wir auch komplett. So. Machen wir mal so. Genau. So, moin. Ja, haben auch schon direkt Abfahrt. Genau. Das ist übrigens die Map Rheinhausen. Linie 31 von Gellenberg nach Wickenberg. Auch sehr cool gemacht. Das waren ca. 40 Minuten, eine halbe Stunde unterwegs. In den Dreh. Nächste Haltestelle, Gellenberg Rathaus. Ja, das passt doch alles super hier. So. Nächste Haltestelle, Gellenberg Rathaus. Moin. Ja, ansonsten, was gibt es zu erzählen? Eigentlich nicht viel. Ich hatte jetzt mal wieder Lust, mein Let's Play aufzunehmen, tatsächlich. Weil da kam wirklich sehr lange. Nächste Haltestelle, sehr lange keins mehr. Seeburg-Riederer Straße.
Jo. Ja, hier kommen auch übrigens noch Updates raus für die Fahrzeuge wohl. Kleinigkeiten, und dann kommt auch noch, dass sie als NGT gibt, also im Prinzip als Erdgasversion. Hier haben wir sie jetzt als Diesel, alle. Genau. Lassen sich auf jeden Fall auch sehr, sehr schön fahren, also muss man sagen, sehr cool. Ich denke mal, verlinken brauche ich das nicht, weil ich denke mal, jeder Umsi-Spieler hat sich das in der Umsi-Webdex runtergeladen. Nächste Haltestelle, Seeburg. Ja, ich denke mal, ihr habt da auch den Post gesehen. Wir haben ein Projekt am Laufen, oder was, sag ich mal, bald eigentlich losgehen sollte, so langsam. Und zwar, dass wir eigentlich vorhaben, ein Addon rauszubringen, was Payware ist. Also über Steam dann. ich kann so viel sagen, das ist auf jeden Fall eine Harz-Map-Bot. Von Harzgerode. Irgendwie sowas. Ja. Das ein Repent habt ihr ja schon gesehen. Was schon mal so in der Beta-Phase ist. Für die New Land City. Genau. Aber das Ganze wird auf jeden Fall erstmal ein Jahr dauern, bis da alles erstmal safe überhaupt fertig wird. Ich meine, Zwischenstände werde ich auf jeden Fall mal preisgeben, wie alles soweit ist, und ja, genau, so viel dazu schon mal. Nächste Haltestelle, Naturbad Seeburg.
Ja, auch wie immer, wenn euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Würde mich freuen. Ja, mittlerweile haben wir eine schöne Abozahl erreicht. Gefällt mir, freut mich auf jeden Fall mega. Nächste Haltestelle, Mombacher Straße. Würde ich sagen, fahren wir uns noch bis nach da hinten zu der Haltestelle und dann haben wir auch erstmal das Let's Play. Genau, die Karte ist wie gesagt Rheinhausen. Auch Payback-Karte kennt man eigentlich. Und da macht einfach, wenn ihr die auch fahren wollt, Linie 31 und dann von Gellenberg aus. Die geht dann bis Fickenberg. Und genau. So, halten wir mal hier an. Genau. Würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst da gerne ein Abo da, einen Daumen oben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.